Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 und zwar Teil 2 spielen wir. Ja, wir sind jetzt wieder da und sehen hier unsere schönen Ländereien, die wir gerade hier erobert haben. Dieses haben wir erobert, dieses haben hier die aus Orléans geschafft und hier unten ist die Provence einmarschiert und dort Bourbonnais. Das heißt, alle Ländereien, die die Engländer hier haben, bis auf diesen Zipfel hier oben auf dem Festland, sind besetzt. Das heißt, wir sollten vielleicht gucken, dass wir mit unseren Truppen vielleicht darüber marschieren. Geht das überhaupt? Na, wahrscheinlich nicht, weil wir hier keinen keine Durchmarschberechtigung haben, ne? So. Und die würde ich jetzt gerne hier hinschicken und das geht nicht. So, dann müssten wir hier Diplomatie betreiben wahrscheinlich. Ja, aber Zugangsaktion, ist es da drunter? Bitte um Militär. Es ist schon hier mit einem Roten Kreuz versehen. Das heißt, wir sind ja sowieso Burgund und wir sind gerade nicht mit Burgund befreundet, glaube ich, ne? Sie werden wahrscheinlich nicht akzeptieren, ist klar. Okay, das heißt, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Aber erstmal können wir das auch erstmal so lassen, denke ich. Dann müssten wir nur gucken, dass wir... Ja, was ist das hier? Bretagne, Königreich. Okay, das ist eine bretonische Flotte. Oder bretonische. Bretonische heißen die, glaube ich. Was haben wir hier? Navarra, Königreich. Okay. Ja, ich denke, wir sollten jetzt mal gerade gucken. Da müssen wir erst noch die Mauern sprengen, sehe ich gerade. Also das heißt, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir hier die Pause rausnehmen, damit es vorangeht, ne? Wie sieht das bei denen aus? Auch noch nicht. Und hier, das ist auch noch nicht. Und was ist hier unten so? Können wir auch noch mal gerade checken. Status quo. Ja. Da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten, ne? Okay, jetzt bin ich gerade am Überlegen, haben wir überhaupt eine eigene Flotte? Wo kann ich das denn einsehen? Da ist die Mannstärke. Was ist da? Eure Häfen werden blockiert. Weil hier die Engländer angekommen sind, wa? Genau so sieht's aus. Und die haben wahrscheinlich dann auch noch Truppen dabei, wa? Ja, ist eine Seemacht, die Engländer, ne? Kann man das sehen oder sind das nur Schiffe? Oh, das ist ja schön. Kriegsgrund. Immer gut. Kriegsgründe sind immer gut, ne? Aragon, mein König hat Ihnen neuen Feind den Krieg erklärt. Navarra. Okay. Was war hier gerade los? Ah, die Mauern sind eingerammt. Ja, dann warten wir das mal ab hier. Bis die da... durch sind. Wie sieht es hier aus? Da ist noch alles in Ordnung. Da auch. Und hier oben ist es auch noch so. Okay. Hier ist ja auch ein Hafen, ne? Gut. Wo kriegen wir denn hier bei uns sowas zu sehen? Ach so, da haben wir jetzt was... Ich wollte unseres haben und nicht das von denen. Komme ich dann an mein eigenes, meine eigene Übersicht? Ja, Produktionsinterface ist natürlich auch noch gefragt, ne? Da können wir wohl noch nicht. Ach so, nee. Doch, da müssen wir hin, alles klar. Oh, oh. Alle schicke Schiffe, ne? Das sind die Kosten oder was?
Zwei Einheiten haben wir. Okay. Das ist ja auch noch reichlich, ne? Zur Kernprovinz machen. Das müssen wir nachher das hier, ne? Ist klar. Die Moral von denen ist noch relativ hoch, ne? Angreifen. Nee, das machen wir nicht. Die hungern wir eher aus, obwohl das schwierig wäre von der Seeseite her, ne? Aber guck mal, da ist jetzt auch die Mauer durchbrochen. Ist hier schon was passiert? Nö, und auch noch. Ja, gehen wir mal hier auf Diplomatie. Ja. Tja, Einfluss, ne? Interessante Sachen, die da alle möglich sind. Aber wir müssen erst warten, bis das hier fertig ist. Spannung an der Grenze von Vermandois. Aha. 1445, aha. Kann man das irgendwo auch anklicken, dass man da hinkommt? Weiß gar nicht, wo das ist. Geht nicht irgendwo, ne? Ja, Kriegsgrund gegen uns. Guck, da ist schon Lebensmittelknappheit. Das ist schon mal gut, ne? Was ist das? Aha. Nee, das will ich nicht, oder? Nee. Land ist im Krieg, ist klar. Zwei Häfen werden blockiert, wissen wir auch noch. Ja, schon wieder was. Wer ist das? Geldern, oder was? Weiß auch gar nicht, wo das ist. Ablehnen. Warum wollen die alle Militärzugang haben, ne? Ich will nicht, dass andere Leute durch mein Land laufen. Nächsten Valor zu erzählen. Aha. Ja, ich liebe eine gute Geschichte. Nein, das ist schon, das werde ich auch sagen, ne? Legenden sind doch was Tolles. Verteidigung desertiert. Siehste, das ist doch schön. So wollten wir es doch haben, oder? Gut. So, jetzt haben wir hier noch Truppen, die müssen wir mal zusammenziehen wahrscheinlich, ne? Aragorn war doch auch gegen uns. Die war noch hier unten irgendwo, oder? Wie ziehen wir die denn zusammen? Ja, die nach da. Die nach da. Die nach da. Und diese hier auch noch dahin. Ach, da unten ist noch eine, ne? Ja, machen wir mal so, denke ich. Wie sieht's hier aus? Da ist schon wieder was Neues gekommen. Ihr habt Truppen auf fremden Territorien im Main. Das ist doch nicht fremd, das ist doch unser Vasall, oder? Blödsinn. Zu viele diplomatische Beziehungen. Nachschubmangel, auch schön. Wie sieht's hier aus? Ach, die Moral geht noch nicht runter, ne? Wir haben noch mehr Moral da. Gibt's doch gar nicht. Und hier, was ist passiert hier auf dem Meer?
Oh, die kämpfen ja da alle so richtig, ne? Aber keiner von uns dabei, oder wie sehe ich das? Ist auch gut so. Was ist das jetzt da abgespalten? Noch Nachschub bekommen oder sowas, hä? Ja. Wir müssen das hier erstmal regeln. Was ist das hier? Das dauert noch. 33 Tage dauert jede Phase. Die ist ja schon mal schön, ne? Diese hier, ne? Die können dann noch nach da laufen, oder? Dann ziehen wir die noch zusammen. Und die haben das auch noch nicht gemacht, wa? Die sollen doch auch dahin gehen, ha? Ein bisschen Schutz verbreiten wir. Wer ist das denn hier? Ah, Auvergne, ja, die dürfen, ne? Die gehören noch zu uns hier unten, ne? Verstärken die wahrscheinlich, ne? Wie weit ist es? Aha. Und was wird das hier? Wird schon stärker oder wie sehe ich das? Sowas. Ja. 16 Tage, okay. Warum geht denn der nicht dahin? Sag mal. Jetzt aber. Ich glaube, wir ziehen die da auch hoch, oder? Ja, stärken das Ganze hier hin. Geht das? Okay, ja. Und dann sollten wir vielleicht noch ein paar Truppen ausheben, ne, oder? Die abendlichen Mittelalter-Infanterie kosten natürlich nicht viel, ne? Ein Sieg, okay. Go-to machen wir erstmal, ja. Okay, kapitulieren. Von euch besetzt. So. Da passiert nichts. Geht nichts, sagen wir es mal so. Wer ist das? Das sind die Engländer. White Squadron. Machen wir denn mit dem hier, ne? Ich glaube, wir müssen mal hier was teilen oder so. Geht das? Neue Einheiten ausheben? Ne, das will ich nicht. Ich will die Truppen hier teilen. Anfügen? Ne. Was war das? Ach so, da kann man durchblättern. Auch cool, ne? Da haben wir endlich unsere Schiffe gefunden, oder was? Das sind aber nicht so viele, ne? Da ist nur noch eine Truppe da. Wo sind die anderen geblieben? Ich hätte doch dann mehr. Oder wird jetzt nur die einzelne angezeigt wahrscheinlich, ne? Ja, so ist es. Und die gehen gar nicht darüber. Auch schön, ne? Die Picardie, das ist ja unser Land, ne? Gehört ja zu Frankreich. Müssen wir eigentlich angreifen. Gut. Das muss ich, glaube ich, machen, ne? Und dann muss ich was rüberziehen. Ja, aber was? Wie geht das? Einfach hier draufklicken? Sieht wohl so aus. Was haben wir denn jetzt? 2, 5, 7. Wo noch ein paar andere Einheiten? Ritter haben wir da auch noch oder so, ne? Hier unten. Okay. Ist das jetzt passend oder muss ich nur irgendwo okay klicken? Gute Frage, ne? Kein Anführer. Haben wir keinen? Oh, der ist ja ganz schlecht, ne? Haben wir aber welche. Wofür ist er denn gut?
Ach nee, das sind keine, oder doch? Ah, da müssen wir welche rekrutieren. Aber wir haben nicht genug Geld. Okay, abbrechen. Zurück. Aber man hätte es auch halbieren können, okay. Wähle diese Einheit aus. Wir hatten da eben 28 stehen und jetzt 11. Okay. Das heißt, wir gehen mal dahin, oder? Geht das nicht? Das geht. Müssen wir denen erst den Krieg erklären, ne? Aber das wollte doch ein... Nee. Wir sind doch mit denen in Krieg, oder? Und wir müssen erst einen Grund haben, ne? Kriegsgrund. Geheimdienstaktion. Anspruch. Was ist hier los? Jungfrau Maria. Ja. Will die heilige Madonna ihnen vergeben? Okay. Katholizismus erhalten 1% Minuten, ne, plus 1% Reformbegehren. Erhalten 2 Papsteinfluss. Tja, schwierige Sache hier, oder? Minus 20% der Vatikan von uns dann. Schwierige Entscheidung. Komm, wir nehmen das und ist gut. So. Anspruch fingieren. Ist falsch. Zugangsaktion. Nee. Nochmal zu. Hier sind Zugangsaktionen. Ah, nee, das brauchen wir schon mal nicht, ist klar. Die haben Embargo gegen uns gemacht, ne? Dann machen wir das gegen die. Klar. Egal. Thronsparanspruchen kommen auch. Aber ich will doch nur... Krieg erklären können wir nicht. Können wir nicht. Sind doch schon mit denen in Krieg. Aber warum greifen meine Truppen denen dann nicht an? Verstehe ich jetzt nicht so wirklich, ne? Oh, jetzt mussten wir schon Kredit aufnehmen, so ein Shit aber auch, wa? Das ist nicht gut. Wo gibt's denn hier die Kriegssteuern? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? War das hier? Ah, ich glaube, jetzt machen wir mal erst Pause. Ja, das muss ich erst noch rausfinden, wo man hier Kriegssteuern erheben kann. Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Missionare senden auch schön. Zur Kernprovinz machen. Das wäre dann dieses hier, Korks. Ja, da müssen wir mal weiter gucken. Aber ich denke, das machen wir dann in der nächsten Folge.
Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in Teil 3 dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.